So, hallo, der Blindspektator vor euch am Mikrofon und ich habe da schon was vorbereitet. Blaues Portal dahin, rotes Portal dahin. Ich habe jetzt im Internet nachgeguckt. Gehirn einschalten hätte wahrscheinlich besser funktioniert. So. Sehr schön, das Teil kommt raus. Zack, blaues Portal. Rotes Portal. Jump und juch heißa. Wir sind drüben. So, und jetzt nehmen wir unser Würfelchen, unser neues. Jump. Ja. Dann müssen wir natürlich nochmal da unten rein, weil es so schön war. Folgender Grund, ganz einfach, wir müssen dieses Teil da wieder aufkriegen. Ich weiß nicht, ob es auch anders geht, aber so mache ich das jetzt halt. Vielleicht geht es auch schneller. Es gibt ja Speedruns und was weiß ich. Und es gibt auch 1000 Glitches hier, die man nutzen kann, habe ich gehört. Gemacht nicht. Mir sind Glitches eigentlich egal. Glitches sind wie bescheißen. Gibt welche, die sind ganz lustig. Aber sowas macht man nicht in den Speedrun, meiner Meinung nach. Glitches haben in einem Speedrun nichts zu suchen. So, jetzt haben wir unsere Würfelchen. Ach, im Grunde können wir es auch ganz einfach anders machen. Geh wieder auf. Wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendeinen anderen Weg, aber so geht's doch auch. Tor ist offen und durch. Juhu! Wo sind wir jetzt? Hi? Ist hier jemand? Nein, anscheinend nicht. Okay. Folgendes, ich denke mal, wir machen ein Portal dahin und ein Portal dahin, dann sind wir hier drüben und ich habe keine Ahnung. Hm, nein, muss falsch gewesen sein. Auf jeden Fall wird es einem kurz übel. Den Effekt, den habe ich verstanden. Und hier kann man sterben. Habe ich schon erwähnt, dass dadurch einen kurz übel wird? Okay, wir sind hier oben drauf. Und was machen wir jetzt? Wir pflanzen dich weiter nach da, oder? Hier hat nur ein Portal Platz, so wie es aussieht. Jo. Hat's auch nur. Schmierig, schmierig. Was ist da oben alles? Zeug, Zeug, noch mehr Plattform. Glasscheibe. An Glasscheiben können wir das ja leider nicht festmachen. Anders gesagt, ich hänge schon wieder irgendwie. Gehen wir hier nochmal durch. Natürlich. Ich übersehe diese Scheiße, die da runterführt. Das ist mein Problem. Also, wir haben das blaue Portal da oben. Dann tun wir das rote hier unten hin. Und springen! Jawohl! Juhu! Juhu! Huch! Was ist jetzt passiert? So hänge ich fest. Ich kann jederzeit wieder zurück, aber das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich. Rotes Portal hier unten. Blaues ist da drüben. Blaue muss ich verschieben. Ich habe das Rote verschoben. Nein. Stimmt doch gar nicht. Ich muss Rote verschieben. Rot. Nochmal eine Runde warten. Ach, es ist so blöd, da findet man sich nicht zurecht. Nein, natürlich, jetzt weiß ich, was mein Fehler ist. Ich Vollnase. Da muss ich dann natürlich das Blaue verschieben. Immer im Wechsel. Ich bin aber zu sehr damit beschäftigt, dass mir kurz übel wird, verdammt nochmal. Ist ja eklig.
Da brauche ich 3 Jahre, um die Plattform wiederzufinden, zu der ich will. So, jetzt wieder das Rote. Oh Gott, mir wird so schlecht. Rot. Wieder vorwärts gekommen. Jetzt kommt wieder das Blaue dran, wenn ich weiß, woran ich es festmachen soll. Da hinten. Und jetzt Elendil! Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Nicht isolierte Elektrizität kann gefährlich sein für mich. Echt? Also... Echt? Und ihr bietet Seminare darüber an? Muss ich mal hingehen. Jo, lädt Daten. Und wir sind bei Prüfung Nummer 19 von... 19! When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake... Kuchen. Ganz arg für leckeren Kuchen. So. Okay, hier haben wir eine Plattform. Hier haben wir so ein Ding, das aufdotzt. Und wir wollen das Ding da haben. Machen wir da ein Portal hin? Machen wir da ein Portal hin? Und was passiert? Momentan nur Scheiße. Und wie verhindere ich das? Also cool sieht's ja aus, aber... Ich weiß jetzt gerade nicht. Die Plattform müsste ja eigentlich gerade sein, da wird's da... Außer... drinnen. Verstanden! Ich hab's verstanden und gelöst. Ich bin so stolz auf mich. Ah, das können wir abkürzen. Das kann man eigentlich so oder so machen, oder? Ja, bis hierhin, dann braucht man wieder die Plattform. So, ein Knopf. Was macht der Knopf? Wow. Böser Knopf. Aber wir haben hier vor allem Mittel und Wege. Um Gottes Willen. Die schicken wir einfach mal ins Nirvana. Wenn du denn willst. Oh, oh. Nein! Was mache ich da? Bin ich blöd oder was? Ich weiß jetzt nicht, wo er genau ist, aber er ist auf jeden Fall gut aufgehoben. So. Nee, setz mal. Setz mal dahin. Und wieder rauf. Ach, ich bin so gut. Kuchen! Kuchen! Kuchen und Sack! The test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Das müsst ihr nicht demonstrieren. There is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for participating in this aperture science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Ihr habt ja wohl einen Vogel. Ich werde hier garantiert nicht sterben. Elendil! Na gut, ich werde hier doch sterben. Elendil! Ach, fick dich. Fick dich, wahr? Elendil! Na also... We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area.
Assume the party escort submission position or you will miss the party. Also so langsam glaube ich, da findet gar keine Party für mich statt. Roboter, solange ich glaube, dass du mich anlügst, gehe ich. Muss nur irgendwo was finden, wo ich mein Portal festmachen kann. Dann bin ich hier weg. Und dann will ich eine... Dann will ich, dass du ehrlich bist und dann eine richtig große Party. Mit ganz arg viel Kuchen. Ganz, ganz arg viel Kuchen. Muss nur herausfinden, wo ich mein Portal festmache. Irgendwie nirgends. Das hindert mich aber nicht daran. Ich finde schon noch was. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So kann ich ja besser gucken. Ja, das ist zu hoch. Perfekt. Hä? Welche Stelle ging es dann nochmal raus? Wenn ich das anders mache? Gucken wir mal dadurch. Ja. Anders platzieren. So, und dich platzieren wir auch direkt auf dem Boden, ist geschickter. So. Auch nix. Sieht krass aus, oder? Nützt mir auch nichts. Ich mach mal einen Schnitt und teste weiter rum. Ihr müsst es ja nicht unbedingt. Ich zeig's euch dann. Hallo, Blaine-Spektator, vor euch am Mikrofon. Ja, und schlag mich doch und gib mir Tiernamen. Das funktioniert in etwa so. Schon sind wir drüben. Okay. Problem gelöst. Ich habe dir das Achievement richtige Eskorte bekommen. Daran seht ihr übrigens richtig schön, dass ich das wirklich selbst noch nicht gespielt habe. Also ich verarsche euch da nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Und da ist eine Tür. Eine Tür, die funktioniert. Dann gehen wir hier weiter. Da werden Androiden gebaut. Yay, die kleinen iPods. So, und die Tür funktioniert nicht. Wäre ja auch zu einfach. Und zu schön. Und zu toll. Und zu wunderbar. Da komme ich auch nicht rein. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da rein will, wenn da lauter Androiden rumstehen. So. Aber wir können natürlich da ein Portal hin. Da ein Portal hin. Durch. Durch. Und weiter. Yay. Hello. Where ja? Are you? I know you're there. I can feel you here. Hello. Es freut mich, dass du es fühlen kannst, aber du hast meine Gefühle verletzt. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Ich will meinen Kuchen und meine Party und ich will nicht gebacken werden. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen. Auch ein Roboter sollte das verstehen. Ich bin ein Mensch, ich habe auch Gefühle und ich will Kuchen. Die Tür geht nicht auf. Da oben werden Würfel durchgesogen. Ich würde sagen, gehen wir doch dahin. Geht es? Wo fliegen die denn hin, ey? Kann ich da einfach raufspringen auf das andere Teil? Das sollte funktionieren. Jupp. Oh, zu viel Sprung.
oben. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn man ins eine Portal reinspringt oder zum anderen rauskommt, hat man deutlich mehr Schwung, wie wenn man halb durchs Portal tritt und dann rausgeht. So, was haben wir hier? Sieht ein bisschen aus wie Xboxen. Okay, und was haben wir hier drin? Computer. Da habe ich meine Tests gemacht.